Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit stöchiometrischen Berechnungen. Dabei kommen Gase vor. Und das ist auch der Grund, warum ich mal einen anderen Rechenweg brauche, beziehungsweise einen anderen Rechenweg nutze. Bei bisherigen Rechnungen hatten wir immer Feststoffe. Wir haben Massen berechnet. Aber was ist, wenn ich jetzt mal einen gasförmigen Stoff habe? Bei Gasen ist es ja üblich, dass man eigentlich nicht die Masse bestimmt, sondern eher das Volumen. Was könnte ich dann machen mit meinen bisherigen Rechenverfahren? Ich könnte ganz einfach die Dichte natürlich nutzen, denn die Dichte, die ist ja definiert als Masse durch Volumen. Und wenn die Dichte des Stoffes, den ich da in meiner Reaktion verwende, bekannt ist, dann kann ich einfach die Dichte nutzen, um aus der errechneten Masse dann das Volumen zu berechnen. Allerdings ist das ein bisschen umständlich und was ist, wenn ich halt gerade keine Dichtetabelle an der Hand habe? Das Periodensystem, ja, das haben wir ja immer bei uns, aber hier steht nicht die Dichte drin, zumindest auch nicht von Verbindungen. Da gibt es ja so viele, das kann man ja nicht ins Periodensystem mit eintragen. So, gucken wir uns mal diese Reaktionsgleichung an. Ich habe hier eine Reaktion, und zwar ist es von Stickstoff mit Wasserstoff zu Ammoniak. Ich schreibe nochmal die Namen dazu. Und das Besondere hier an dieser Reaktion ist, dass ich hier lauter gasförmige Stoffe habe. Jetzt kann ich es hier relativ einfach machen. Dazu gucke ich mir einfach mal an, was ich hier habe. Nämlich, ich betrachte mal die Teilchen. In welchem Verhältnis reagieren die Teilchen miteinander? Und zwar ist das ja so, dass ich hier ein Stickstoffteilchen habe. Ich habe drei Wasserstoffteilchen, also Moleküle genauer gesagt. Und zwei Ammoniakmoleküle. Ja, hier vorne beim Stickstoff, da steht zwar keine Zahl davor, aber immer wenn nichts dasteht, das ist ja auch in der Mathematik so, bei Variablen nichts vorne dran stehen, habe ich immer den Faktor 1, also ein Stickstoffmolekül. Jetzt reagieren diese Teilchen also immer in dem Verhältnis 1 zu 3 und dazu kommt entsprechende oder kommen immer zwei Ammoniakmoleküle heraus. Das heißt, ich könnte natürlich auch sagen, es reagieren 2 zu 6 oder mit 6 zu 4. Jetzt ist diese Tatsache, dass ich bei den Teilchen eine bestimmte Anzahl angeben kann, ganz praktisch, denn ich kann mir dann aus diesem Zahlenverhältnis der Teilchen auch überlegen, welche Volumina da miteinander reagieren. Ich schreibe mal hier Volumeneinheiten hin und verwende 2 Liter, aber das könnte natürlich auch Milliliter oder eine andere Einheit sein. Ja, warum kann ich das einfach machen? Nämlich zu sagen, einfach 1 Liter reagieren mit 3 Liter, also 1 Liter Stickstoff mit 3 Liter Wasserstoff und jeweils zu 2 Liter Ammoniak. Woher kommt das? Und zwar hat das was mit dem Satz von Avogadro zu tun. Der Name, der ist euch sicherlich in Erinnerung. Avogadro. Der Satz von Avogadro besagt nämlich Folgendes: Wenn ich ein bestimmtes Volumen eines Gases habe, und zwar oder verschiedener Gase, unter gleicher Bedingung, dazu gehört Druck und Temperatur, dann ist die Anzahl der Teilchen da drin immer gleich groß. Das heißt, 1 Liter Stickstoff enthält eine bestimmte Anzahl an Stickstoffmolekülen. 1 Liter Wasserstoff enthält die gleiche Anzahl an Wasserstoffmolekülen. Und wenn ich jetzt brauche ein Stickstoffmolekül und drei Wasserstoffmoleküle, brauche ich entsprechend dreimal so viel
Volumen des entsprechenden Gases und Ammoniak, Anzahl 2 Moleküle, entsprechend hier dann im Vergleich zum Stickstoff das doppelte Volumen, was da eben an Ammoniak rauskommt. Und mit diesem Wissen, was ich jetzt hier habe, kann ich also auch beliebige Aufgaben berechnen. Gehen wir vielleicht mal davon aus, dass wir sagen, ich habe 10 Liter Wasserstoff gegeben. Also ich schreibe mal eine Aufgabe auf. Aufgabe. 10 Liter Wasserstoff ist gegeben. Wie viel Ammoniak bekomme ich da zum Beispiel raus? Entsteht. So, und dann kann ich so ähnlich vorgehen wie bei anderen Berechnungen mit Massenverhältnissen. Das heißt, ich habe jetzt eben kein Massenverhältnis, sondern natürlich dann ein Volumenverhältnis. Gesucht ist ja das Volumen an Ammoniak, das entsteht. Und wir erinnern uns, wir sollten bei solchen Aufgaben immer das, was wir suchen, oben hinschreiben. Also gesucht ist ja V Ammoniak. Ammoniak. Das ist X. Und dann schreibe ich entsprechend das Verhältnis genauso auf. Also V Ammoniak reagiert, oder nein, stimmt ja gar nicht. Also stehen immer im Verhältnis zum Volumen von Wasserstoff. Und zwar immer im Verhältnis, wo haben wir es? Wasserstoff, nee, Ammoniak 2 oder 2 Liter zu Wasserstoff 3 Liter. Also 2 Liter Ammoniak zu 3 Liter Wasserstoff. Das ist konstant, egal wenn ich mehrfach nehme, dann, also jetzt zum Beispiel das Doppelte, 2 Liter reagieren ja zu 6 Liter und zu 4 Liter. Wenn ich das doppelt habe, kommt bei diesem Bruch aber wieder das Gleiche raus. Das ist konstant. Und dann kann ich entsprechend dann noch einsetzen, mein X für mein Volumen an Ammoniak und der 10 Liter für Wasserstoff. So, und wie ich das schon vorher gemacht habe, auch hier nehme ich quasi diese Gleichung, die sich daraus ergibt, und löse die dann auf. Dann habe ich also 2 Liter geteilt durch 3 Liter ist gleich x. Oh, habe ich einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Ah, das ist natürlich Liter. Geteilt durch 10 Liter. Und das gibt dann 2 Drittel. Ich habe hier mal so nebenbei gekürzt. 10 Liter ist gleich x. Und das ist dann, x ist gleich 6, Periode 6 Liter. Das ist das Endergebnis. Das geht also relativ einfach. Vom Prinzip her ist es ja wieder das Gleiche. Ich habe ein bestimmtes Verhältnis, von dem ich weiß, dass das immer konstant ist. Hier geht es halt bei Volumen, weil ich lauter gasförmige Stoffe habe. Und ich brauche ein bekanntes Verhältnis. Das ist hier dieses 2 zu 3. Kann ich hier ablesen, weil ich hier vorne die Anzahl der Atome habe. Und daraus kann ich dann mir eine Gleichung aufsetzen, die ich dann ausrechne. Also was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben stöchiometrische Berechnungen mit Gasen durchgeführt, und zwar mit Hilfe des Satzes von Avogadro. Gehen wir jetzt mal zu einer anderen Reaktion. Hier habe ich jetzt, naja, das folgende Problem, dass ich eben nicht nur gasförmige Stoffe habe. Üblicherweise Wasser ist ja meistens flüssig, ja, diese Abkürzung L für Liquid. Das ist fest, S wie Solid, das ist auch fest, und hier habe ich einen gasförmigen Stoff. Ja, damit kann ich den Satz von Avogadro nicht mehr anwenden, weil ich habe hier üblicherweise, wenn ich jetzt Magnesium oder Wasser vorgebe, zum Beispiel könnte die Frage lauten, 10 Gramm, 10 Gramm Magnesium, wie viel Wasserstoff kommt heraus? Da kann ich eben nicht mehr über Volumina rechnen. Also muss ich anders vorgehen. Allerdings gucken wir uns zuerst doch mal auch wieder
die Anzahl der Teilchen an, so wie wir es auch schon bei den Gasen gemacht haben. Und zwar habe ich hier eine verhältnismäßig einfache Situation, nämlich ein Teilchen Wasser reagiert mit einem Teilchen Magnesium zu einem Teilchen Magnesiumoxid und einem Teilchen Wasserstoff. So, das ist ja verhältnismäßig einfach, jeweils eins. Ich habe hier jetzt auch nochmal, obwohl ich gesagt habe, reagiert zu, das Verhältnis aufgeschrieben, denn wir brauchen immer irgendwelche Verhältnisse zu rechnen und das ist halt hier überall 1 zu 1. So, ja, Volumina kann ich jetzt nicht verwenden, denn ich habe ja keine gasförmigen Stoffe, also zumindest nicht ausschließlich. Gehen wir mal von so einer Aufgabe aus, etwa, dass ich sage, ich habe 10 Gramm Magnesium und möchte gerne wissen, wie viel Wasserstoff bekomme ich daraus. Und dann kann ich eben nicht von einer Masse auf ein Volumen rechnen. Klar, ich könnte es machen über Umweg und dann mit der Dichte, aber das ist mir jetzt zu umständlich, beziehungsweise was ist, wenn ich halt nicht die Dichtewerte habe? Das ist bei einem Element noch einfacher. Da gucke ich vielleicht im Periodensystem drin nach. Wenn ich Glück habe, steht da ein Wert drin. Aber bei Verbindungen ist das schon nicht mehr der Fall. So, deshalb ein anderer Weg und wir nutzen jetzt etwas, dass wir von der Teilchenanzahl ausgehen auf die sogenannte Stoffmenge. Die Stoffmenge ist. Die Stoffmenge wird angegeben über das Symbol N und hat als Einheit das Mol. Und jetzt hoffentlich erinnert ihr euch daran, dass wir das schon mal hatten. Ja. Mol hat ja was mit Teilchen zu tun, und zwar erinnern wir uns, ein Mol entspricht ja gerade 6 mal 10 hoch 23 Teilchen. Das heißt, wenn ich von Mol spreche, habe ich eigentlich nur so eine Art Rieseneinheit für Teilchenanzahlen. Und wenn die Teilchen eben im Verhältnis 1 zu 1 zu 1 zu 1 reagieren, kann ich genauso gut auch sagen, ich habe ein Mol, das mit einem Mol reagiert, zu einem Mol Magnesiumoxid und einem Mol Wasserstoff. So, was bringt mir das? Ja, momentan noch nicht so viel, aber wir wollen weitergehen. Und zwar kann ich mir jetzt nämlich Folgendes überlegen. Ich berechne zum Beispiel aus, wie viel Mol sind denn zum Beispiel meine angenommene Aufgabe 10 Gramm Magnesium. Und dann kann ich rüberrechnen auf den Wasserstoff. Das geht ganz einfach, denn die reagieren ja im Verhältnis 1 zu 1 zueinander. So, wie ich jetzt bestimme, wie viel Mol ich Magnesium habe, wenn ich jetzt, ich schreibe mal die Aufgabe schon mal auf, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Gramm Magnesium habe, also wie viel Wasserstoff entstehen aus 10 Gramm Magnesium. Wie man das macht, das kommt also im zweiten Teil. Nämlich da geht es dann um, wie berechne ich die Stoffmenge, wenn ich hier zum Beispiel sowas wie 10 Gramm gegeben habe. Und wie komme ich dann auf das Volumen? Da gibt es nämlich noch eine kleine Besonderheit.